Hallo Leute und herzlich willkommen zu Sims 4. Ja, wir werden jetzt hier, genau, okay, wir werden hier direkt anfangen. Wir sind ein junger Erwachsener natürlich. Oh, jetzt habe ich da was falsch angewählt. Warte kurz, Leute. Wir fangen halt hier natürlich direkt mit den ganz normalen Sachen an. Wie heiße ich? Ich heiße natürlich Yannick. Ja, mein King halt, Alter. So heiße ich auch in Real Life. Okay, mein Bestreben, Beliebtheit. Ja, wir wollen schon so Witzboy werden, nicht... Als nächstes, Vorlieben und Abneigung wählen. Ja, ich denke, ich bin halt musikalisch, ne? Dann würde ich sagen, eher Metall, also Elektronik. Aber nehmen wir machen einfach alternativ. Alles klar. Merkmale wählen. Wir sind... Wer aktiv, Digga? Wir sind einfach aktiv, Digga. Wir sind natürlich ein Genießer-Typ. Der ist mir irgendwie nicht so sympathisch. So, Musik muss aus, das triggert mich irgendwie. Es gibt noch viele Merkmale. Wir sind auf jeden Fall ehrgeizig. Okay, ja, jetzt geht's los, Alter. Wir fangen natürlich beim Gesicht an. Was wollen wir für eine Frisur nehmen? Oha. Ich habe schon eher rötliche Haare, ne? Gesicht, ich bin ja schon immer eher ziemlich bleich. Okay, Zähne. Ja, die lassen wir einfach so, oder? Standard. Gesichtsbehaarung. Machen Kronk. Nein. Ich würde das sogar so machen. Das sieht eigentlich noch nice aus. So ein bisschen Behaarung hier. Ja, sehe ich auch so. Warum so Star Wars Helm? Nee, wir nehmen natürlich so eine Cappy. Trage ich ja auch immer. Deswegen ja, nehmen wir jetzt. Bruder, halt doch einfach mal den Maul. Und wir sind natürlich Gryffindor. Nee, das ist eigentlich mehr Hufflepuff. Aber egal. Nee, wir nehmen einfach schwarz. Man ist ja auch fast nur schwarz. Bruder, das sieht irgendwie übel komisch aus, oder? Können wir das Gesicht irgendwie... Ach so, Detailbearbeitung. Oh mein Gott, man kann ja so viel machen. Ja. Das ist erstmal gut so. Nein, ich will nicht Detailbearbeitung. Okay. Ah, hier, das wollte ich. So ein bisschen die Gesichtsform halt so ein bisschen anpassen. Okay, Accessoires. Ne, das lassen wir mal. Und auch keine Brille, schon gar nicht so eine Brille. Bruder, meine Augen, Alter. Okay, meine Augen, ich habe auf jeden Fall so blau-graue Augen. Ich sag mal, man kann so rote Augen machen, oh mein Gott. Ja doch, passt eigentlich doch ganz gut, glaube ich. Augenbrauen, habe ich auf jeden Fall auch viel von. Ja, das passt. Okay, Oberkörper. Jetzt geht's los, Alter. Was ziehen wir so durch den Tag an? Ich würde sagen, einfach ganz normaler Hoodie, irgendetwas. Ne, okay, nee, diese Shirts sehen irgendwie nicht so nice aus. Es gibt nicht so richtige Hoodies. Wieso? Das ist scheiße. Ah, hier eben, da gibt's mir, ja, hier Pullover, guck. Okay, aber Hoodie-mäßig gibt es trotzdem nichts so richtig. Eigentlich sind wir noch im Körper, wir sind noch gar nicht fertig. Sind schon... Boah, Alter. Sind schon leicht muskulös auf jeden Fall. Wir kommen jetzt Hosen, da bin ich einfach mehr der Jeans-Träger meistens eigentlich. Gut, da gibt es hier nicht normale Jeans einfach. Wir nehmen solche Military-Hosen. Normale, das passt. Oh, das haben wir eigentlich für ein hässliches T-Shirt runter. Ja, dieser Front, ne? Wenn er mal so ein rotes... Kann ich hier? Alles klar. Kann ich das hier oben auch? Boah, wir lassen es mal normal. Okay. Was nehmen wir hier? Nehmen wir einfach... Einmal so ein schwarzes T-Shirt. Weil schwarz macht schlank. Boah, wir haben ein Tattoo. Crazy. So, Tattoo lieber nicht. Also sowas brauchen wir eigentlich auch nichts. Okay, vielleicht eine Uhr, so eine Apple Watch. Das ist doch kein Apple Watch. Hier ist ein Apple Watch. Zu Accessoires gehören auch Socken und so. Wieso sind Leggings bei Accessoires? Macht doch gar keinen Sinn. Das sind auf Hosen. So, Schuhe. Wir nehmen natürlich einfach... Keine Ahnung, einfach so normale Schuhe halt. Turnschuhe. Ja, das passt. Okay, aber die Kette... Wo haben wir denn die Kette hier? Accessoires? Ja, als wenn das nicht bei Accessoires wäre, wo ist das denn? Okay, egal. Wir haben jetzt hier einfach so eine Kette um den Hals, die wir irgendwie haben halt. So, jetzt... Geht's aber weiter. Ich mache mir kurz meinen Charakter fertig und dann sehen wir uns im Game. So Leute, ich bin jetzt fertig mit meinem Charakter. Hat ja auch nur ewig gedauert. Wir gucken hier mal für ein Haus am besten schon, das halt eingerichtet ist. Wir müssen da auch auf unser Budget achten. Wir haben nur 20.000. Ich würde sagen, wir nehmen aber erstmal das Kleinste, oder? Möbliert oder nicht möbliert? Nee, nicht möbliert. Wir machen das selbst. Ja,
Ja, wir haben jetzt obviously was gekauft. Wer ist zwar noch nicht eingerichtet und so. Aber das mache ich jetzt kurz und ich würde sagen, ich blende euch dafür einfach eine kleine Timelapse ein. So Leute, wir haben jetzt absolut kein Geld mehr. Allerdings, ja, sind wir jetzt hier. Und ich würde sagen, als erstes müssen wir, würde ich fast schon sagen, einen Job finden, oder? Eigentlich. Aber wir schauen erstmal lustige Videos auf SimTV, weil. Oh, wie viele Sterne? Alles klar. Wir spulen hier mal so ein bisschen. Und dann geht es ein bisschen schneller. Ja, wie gesagt, jung. Mittlerweile pleite. Verspielt, ja, perfekt. Und dazu natürlich noch. Oha, Digga, er trainiert einfach mal. Halt, stopp. Das geht mir ein bisschen zu schnell gerade. Okay, Karriere? Beim Arbeitsamt registrieren. War eigentlich schon lustig, so zu sehen, was passieren würde. Job suchen. Hä, wird er jetzt nicht mit. Nein, Facecam. Ey, das hat ja einfach gerade wieder aufgehört. Ich hoffe, dieses Mal ist nicht mehr so schlimm. Okay. Was wollen wir denn werden eigentlich? Ich denke Business und Entertainer. Astronaut, Alter. Sportler könnten wir natürlich auch werden. Verbrecher, Alter. Wo bekommt man denn am meisten Geld? Freelancer? Ja, sind wir auch Freelancer. Keine Ahnung. Ja, können hier noch die Branche wählen, Alter? Ach so, oh, jetzt habe ich das hier reingespammt. Ich konnte die Branche jetzt immer noch nicht wählen. Hä, ach so. Sind wir Computerexperte oder. Ja, komm, wir sind Computerexperte, programmieren und so. Das können wir gut, bestimmt. Schließen uns hier ein, haben kein Licht und alles und dann läuft der Hase. Ich weiß gar nicht, haben wir einen Nachbarn? Ist hier jemand drin? Sieht man das? Ich glaube nicht. Oh, hier ist jemand. Wer ist das denn? Oh, da tut sie ein Geschenk. Also ich hoffe mal, dass es für uns ist, ich weiß es nicht. Oh doch. Wie sind da so viele Leute plötzlich? Der Bruder klingelt doch an. Dann würde ich auch rauskommen. Wir bitten unsere neuen Nachbarn hier rein, Anna. Okay, die sehen alle ein bisschen freaky aus. Der hier ist noch der einzige Normale, ne? So, Leute, kommt doch rein. Digga, geh doch einfach rein, Bruder. Du kannst auch rein, du gehst doch auch. Man kann natürlich auch durch die Wand gehen. Ist natürlich auch eine Option, ja. Jetzt war die ja drin. Jetzt können wir wieder rausgehen, oder? Oha. Zum Essen rufen. Ich guck mir das mal an, was der hier gebracht hat. Ah, er hat Kuchen gebracht. Okay. Ich habe nicht genug Stühle. Das. Einer muss aber stehen. Okay, was macht mein Typ? Okay, er wäscht es kurz ab. Er klaut einfach meinen Platz. Was ist für ein Assi? Hauptsache, ich nehme den anderen das dreckige Geschirr und. Gut, ich bin ja Gastgeber. Okay, was. Ey, er geht einfach mal meinen Computer, Bruder. Was ist mit euch? Kann ich euch nach Hause schicken? Könnt ihr. Okay, alles klar, ja. Nach Hause schicken. Hier stellt keine Fragen und ist nicht beleidigt, okay. Vielleicht ist da gar nicht so schlecht, wenn ich hier ein bisschen mit den anderen Leuten quatsche, oder? Damit wir uns ein bisschen kennenlernen. Nee, es geht ja an meinen PC. Oder wie läuft die auch, Alter? Bitte geh du auch nach Hause. Alle, die an meinen PC gehen, gehen nach Hause. Geh nach Hause. Ah, sie ist bereits irgendwie dabei. Jetzt geht er. Nein. Das kannst du nicht tun. Digga, wieso? Geh jetzt auch nach Hause. Und du bitte auch. Ganz ehrlich, ich muss jetzt hier. Finde ich auch gut. Danke, dass ihr mir noch Kuchen da gelassen habt. Kann ich noch essen? Kann ich den aufräumen? Oder weglegen? Weglegen. Nein, du gehst ja nicht wieder am PC. Wieso ist der noch hier? Wir machen bei dem jetzt einfach einen Polizistenwitz. Jetzt bin ich gespannt, was mein Typ raushaut.
Oder ich lasse euch jetzt alleine, okay. Dann sehe ich auch so. Und der Typ ist immer noch hier. Und er geht immer noch nicht nach Hause. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Ah, jetzt geht er endlich, finally. Okay, Leute, das wird diese. Das wird mit dieser ersten Folge. Ich weiß nicht, wie gut dass das Video gekommen ist. Ich muss das halt Ganze jetzt dann noch schneiden und im Schnitt anschauen, wie das Ganze geht, wie das Ganze aussieht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like und ein Abo da und schreibt ein kleines Kommentar oder so. Er macht schon wieder Liege, Rumpfbeugen, Alter, ist voll sportlich mit dabei. Ja, das war's mit dieser Folge Sims. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi!